Ja, Chaosfrieder, wir hatten für dich... Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Okay. Extrahieren und extrahieren. So. Ihr wisst hoffentlich eh, wo die Chaosfrieder jetzt landet, oder? Transport hat begonnen. Also scheinbar bringen sie es natürlich da raus. In Wahrheit landet sie jetzt natürlich hier. Bei unserem MechRaptor. Genau, die kommt jetzt in den MechRaptor. Aber damit unsere Miss Pepper nicht so alleine ist. Und wir haben ja jetzt hier ein hundertprozentiges Genom. Schauen wir mal, was wir fürs Genom noch tun können. Also wir hätten dieses Wüstenmuster gehen oder eben Standard. Ich bleibe beim Wüstenmuster. Null gehen oder Stärke des Herzens. Bleiben wir bei Stärke. Gute Verdauung oder... Ja, bleiben wir bei guter Verdauung. Und nachdem wir das Genom jetzt ganz kennen, können wir hier alles machen. Stärke des Herzens erhebt auch nochmal die Lebenserwartung. Nehmen wir. So. Also Miss Pepper, du bekommst wieder eine Gefährtin. Alpin gehen und Hai, okay. Forschung. Bevor ich das mache, muss ich kurz noch einmal das da machen. Das Strom-Upgrade, das ist wichtig. Und die nächsten 80.000 sparen wir jetzt auf dem Dingsbums da, auf dem Cerato. Hai bringt immun gegen Krankheiten, okay. Das heißt, wenn ich auf die Liste schaue, dann bekommt die Miss Pepper jetzt gleich einen Chris. Aber lieber einen Gefährten. Ja, du kriegst einen Gefährten. Ich weiß nur nicht, ob du über diesen Gefährten froh bist. Ist er schon fertig? Nein, noch nicht ganz, aber gleich. Max Spicy Frieda, genau. So, jetzt müsste die Forschung aber durch sein, oder? Nein, 2 Minuten braucht es noch. Die haben wir gerade nicht weggeschickt. Wir brauchen Pflanzenfresser, das heißt, wir gehen daher. So. Herzlich willkommen, Chris. Die gibt es noch später, ja? Also, darf ich vorstellen, das ist der Chris. Chris. Miss Pepper hat also wieder Gefährten. Petzi hätte auch gerne einen Gefährten. Es wird jetzt ein bisschen dauern, Petzi. Die Ziege sucht. Man merkt, jetzt ist schon ein bisschen was los. Wir haben 4 Dinosaurier mit annehmbarer Vielfalt, großartiges Wohlbefinden. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Darf ich wieder? Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Genau, unser Troll ist da. Anlagenbewertung, sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität, annehmbare Zufriedenheit, sehr gut. Okay.
Und wir haben eine Aufgabe haben wir schon erfüllt. Wir brauchen alle drei, damit wir die nächste Insel freischalten können. Die brauchen noch weniger als eine Minute. Und die Forschung auch noch weniger als eine Minute. Und was haben wir da Neues? Grabungsstätte, Orte und Archiv. Okay. Boah, mein Sohn wird frech, er sagt, ich sei wie Donald Duck. Pechvogel. Warum bist du ein Pechvogel, Robert? Kann doch gar nicht sein. Du bist doch nicht in diesem Gehege, also kannst du kein Pechvogel sein. Aber Pechvogel. Da hinten ist der große Pechvogel, der Keks. Keks, bist du schon eingegangen? Nein, da rennst du noch. Sehr gut, wir haben wieder Geld bekommen. Sie geben wohl wirklich nie auf. Nö. Wir bräuchten mehrere wie Sie. Ja, möchte ich verkaufen. Die Zahlen ich ja sehen schon. Großartig aus. So, jetzt, mein lieber Keks, hat dir deine letzte Stunde geschlagen. Modifizieren, schauen wir mal, ob wir es können. Da haben wir nichts zu modifizieren. Mehr Belastbarkeit und mehr Bewertung, das wäre schon gut. Wir hätten es auch speichern sollen, Moment. So, und da können wir noch nichts, okay. So, unser erster Fleischfresser. Jetzt können wir bei der Forschung sagen, wir hätten hier das Alpin-Gen oder eben intuitives Lernen, erhöht Angriffs- und Belastbarkeitseigenschaften, Krähen-DNA wird dazu verwendet oder aggressives Verhalten, Immunreaktion, das klingt eigentlich ganz gut. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, darunter auch Krebs oder starke Heilung. Erhöht Verteidigung und Belastbarkeit. Also ich würde sagen, wir machen wirklich mal das High-Gen als erstes und schauen dann weiter. Da kann ich immer nur eine Forschung quasi in Auftrag geben. So. Hier haben wir zwei Leute, die noch unbedingt Gesellschaft brauchen. Ja gut, den Triceratops haben wir auf 89%, aber der ist uns eh zu teuer. Der ist noch zu teuer. Die haben noch, schauen wir mal kurz darüber, ist das Lebendfutter auch noch frisch? Ja, es ist noch halbwegs frisch. Da ist es übrigens noch. Wenn du kannst, gib ihm einen starken Magen, er wird es brauchen bei dem Futter. Na danke, Ginedra. Was ist mit Blue? Ach so, vom Film, okay. Wie heißt unser erster Fleischfresser? Jackson, genau. Na komm, mach weiter. Mach mal was anderes. Wir haben den Trike fast fertig. Machen wir den mal fertig, das Genom. Forschung ist abgeschlossen. Dann mache ich jetzt aber Alpin aussehen. Nee, geht nicht, ist zu teuer. Hm.
Okay. Jetzt können wir dann künftig etwas mehr modifizieren. Da springt noch die Ziege rum. Da springen ja schon zwei Ziegen rum. Du findest Kekse zum Anbeißen. Du darfst Keks fressen. Gleich. Also unser Jackson schaut gar nicht harmlos, niedlich oder sonst was aus. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis. Da vorne steht ein Keks. Also, es stand gleich ein Keks da. Keks 1 ist in deinem Magen. Jetzt schaut er ganz unschuldig, seht ihr das? Oh. Da ist noch ein Keks. Da war ein Keks. Oh. Ist da noch ein Keks? Was macht der? Jackson. Ja, da ist noch ein Keks. Da war noch ein Keks. Da war der dritte Keks auch weg. Der frisst aus Spaß, weil die Nahrung ist schon auf 100 oben. Sonst scheint es ihm eigentlich ganz gut zu gehen. Er hat genug Wald, er hat genug Gras. Er fühlt sich geborgen. Wasser wird er jetzt gleich trinken, denke ich. 0 bis 3, 0 bis 20 ist auch okay. Er leidet an Farnvergiftung unter Umständen. Aber er gibt verdammt viele Dinosaurierpunkte. Ja, jetzt muss ich ein Foto machen. Ups. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir das erforscht haben, aber schauen wir dann gleich. Auto, du kannst dich nicht verstecken vor mir. Düt, düt, düt. Boah. Fast. Wo ist er denn? Danke, nehme ich. Wunderschön. Schau mal, da hinten gibt's Kekse. Futterstation wieder voll. Ach, du magst keine Kekse? Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Ich bin uninteressant, die Ziege ist interessanter.
Na gut. Ich bin uninteressant. Habe ich dir schon mal gesagt, gell? Geh was trinken. Geh was trinken, habe ich gesagt. Nicht so schnell. Das Kühler will gerade nichts trinken. Ich brauche dich aber beim Trinken. Ich schmeck dir eh nicht. Ich schmeck dir nicht. Du wolltest noch posieren für mich. Ich komme nachher wieder. Mitch. Das war knapp. Darf ich durch? Danke. Hab ich ihn noch erwischt? Ja, okay. So, auffüllen. Auffüllen abgeschlossen. Peti? Da drüben ist die andere. Du hättest dich echt schöner hinstellen können. Tja, da hätte man Pezi beim Trinken, oder? Okay. Damit gehen wir uns zufrieden. So, zurück von Köln selber. Was haben wir jetzt? Wir haben da noch Trike-DNA. Noch mehr Trike-DNA und was zum Verkaufen. Wir haben Gene, ja genau, die starke Immunreaktion und die langsame Gehirnalterung. Okay. Dano schreit und Pizzi rennt. Frage mich gerade, wann der erste Zuschauer sterben muss wegen einem Dino oder wegen Danos Fahrkünsten.
Na, wartet mal. So. PC bekommt jetzt erst einmal Gesellschaft. Nö, Carsten kriegt als erstes Gesellschaft. Und zwar Wüsten gehen. Angriff, Verteidigung, können wir noch nicht, okay. Ja, dann kriegt der Carsten jetzt erstmal Gesellschaft. Ich überlege mir gerade, wer es wird. Sebi wird das. Ach, für Sebi ist das aber nicht niedlich genug, oder? Ich war schon mal besser als Sinne. Danke, DJ. Okay, wir sollten eigentlich hier auch noch was tun. Moment. Kleiderladen sollen wir erforschen und wir sollen ein Upgrade erforschen. Bei der Ranger-Station sollen, jetzt hätte ich schauen müssen, welches. Ranger-Teamplanung, okay. Ranger. Teamplanung. Okay, machen wir mal. Aber ich finde ja eigentlich, der Jackson braucht auch Gesellschaft, oder? Also, finde ich. Naja, im Prinzip sind sie geschlechtslos, sagen wir es so. Sind halt sterile Dinos, einfach aus der Gefahr heraus. Man weiß ja nicht, was bei so Zuchtexperimenten wirklich rauskommt. Ihr habt so einen wunderschönen Blick auf den See hier. Ah. Herzlich willkommen, Sebi. Die Schari will auch. Willst du lieber ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser sein? Hey, sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Ja. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Nein, er ist doch nachher noch süß. Fleischfresser möchte die Schari sein. Hi, Emser. Kann ich PC auffressen? Nein, Sebi, kannst du nicht. Aber überleg dir mal, wenn du mit diesen Hörnern, ja? Also du bist das da. Das da ist PC. Überleg dir mal, was da rauskommt, ja? Ja, noch nicht Jackson, aber bald, ja? Ist noch nicht fertig. Aus Gründen, die mit Aberration zu tun haben, möchte ich ein Paratier sein. Okay. Muss ich doch noch anfangen zu mitschreiben, oder wie? Also ich habe noch Sir Karlchen. Ich möchte auch ein Pflanzenfresser sein. Ihr könnt ja mal schreiben im Chat, was ihr gern wärt. Emser möchte ein Paratier sein. Ah, sehr gut. Die Forschung ist fertig. Das heißt, wir können jetzt bei einer Ranger-Station eine Aufwertung anbringen. Die baut sich jetzt hierher.
Gute Arbeit mit diesen neuen Gebäuden. Jetzt können wir wachsen. Rufbelohnung, sehr gut. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aber sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Einen Kleiderladen. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. So, einen Kleiderladen. Dann hätten wir da. Kann man da jetzt großartig noch was Neues? Einen Huya Jung. Oh Gott. Okay. PC im Spieß oder PC Schaschlik? Ja. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Dann Nils wäre gerne. Nils wäre gerne ein Rex oder ein Raptor. Ich weiß nur nicht, ob wir zu denen heute noch kommen. Wir werden schauen. Peti möchte ein Riesenmoskito sein. Der Raider möchte gerne ein Dracorex sein. Genau, der Hui ist sowas wie eine Anke. Ich weiß, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Nanorex. Nyra wäre gerne ein Raptor. Ja, aber es gibt bitte maximal 4 Raptoren bei mir. Mehr wird es nicht geben. Ich weiß warum. So, PC braucht jetzt immer noch Gesellschaft. PC bekommt jetzt Gesellschaft. Haben wir jetzt noch? Ne, haben wir nicht. Achso, wenn wir die jetzt darüber geschickt haben, ja klar. Gut, dann kriegt PC halt einen mit 73%. Eine bessere Verdauung bringt uns 2 mehr Bewertung. Bringt uns 8 mehr Bewertung. Oder 9 Bewertung. Also wenn ich mal die Lebenserwartung so anschaue, dann kriegt er Immunreaktion. Gehst du da? Jetzt sind wir bei 76 Lebenserwartung. Jetzt haben wir 82, 84. Und 9 Sterne Bewertung dazu. Also kriegt er Immunreaktion. So, PC, du bekommst jetzt auch einen Partner. So, jetzt muss ich bei euch wieder nachlesen. Also bis Nyra habe ich mitgeschrieben. Crow will auch ein Raptor oder ein Rex sein. Oder ein Rex. Dann. Kiro fragt, will keiner ein Bronto sein? Die wollen schon bei allen nur Fleischfresser sein. Ich weiß nicht warum. PC wärmt sich schon für den Paarungstanz auf. Jetzt kriege ich Angst. PC röhrt wie ein Hirsch. Das kann immer noch schief gehen, PC. Unter Umständen kommt da gar kein Partner, ja? Der Rock wäre gern ein Rex. Die Freya möchten... Ich weiß jetzt nicht, ob es das wirklich werden will. Ich schreibe es mal auf. Freya... So.
So. Was haben wir bekommen? Extrahieren wir das mal. Ist ja ein Genom, das wir noch gar nicht kennen, da werden wir ein bisschen mehr brauchen davon. Das heißt, wir schicken den gleich wieder. Gleich wieder dahin. Ah, du willst ein Dracorex sein. Rex. Okay. Einen Kleiderladen. Nein. Haben wir erforscht. Als nächstes hätte ich jetzt gerne hier den Elektrozaun. Der wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja, ja, ich weiß. Da warten zwei Türe. Zum einen wartet hier unsere Lilo. Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Sag mir jetzt nicht, du gehst jetzt was trinken. Aber da sieht man zum Beispiel jetzt das